helfen, denn desto mehr die Leute sich gegenseitig helfen, ja, desto weniger hat der Coaching-Inhaber zu tun sozusagen. Im Idealfall passiert natürlich alles, ne? Das heißt, eine vertikaler Wissenstransfer, aber auch ein horizontaler, ne? Also beides gleichermaßen. Dann hast du natürlich ein sehr gutes Coaching-Programm erwischt. Also sonst muss ich gerade meine Batterie wechseln, kurzer Cut. Also entscheidend ist, dass du dich, und das ist dein Frame, in dem du nun mal dann bist, als Coachee, das heißt jemand, der sich weiterentwickeln möchte, du musst dich erstmal öffnen gegenüber den Themen, wo du quasi dich, ja, wo du einfach dich verändern möchtest, dich weiterentwickeln möchtest, sprich, es sind Schwächen von dir. Wenn du jetzt sozusagen nicht autodidakt über Bücher oder irgendwelche Online-Kurse rein passiv, ja, dich weiterbilden möchtest, sondern über ein Live-Coaching, wo du quasi mit einer Person sprichst, wo dann auch noch in der Regel bis zu 20, 40 oder 100 andere Personen, fremde Personen, die du erstmal nicht kennst, im gleichen Kursen da mithören. Das wird dann in der Regel auch nur aufgezeichnet. Und insbesondere wenn es um, ja, egal welche Themen, ob es jetzt Facebook ist, ja, wo ich der komplette eigentlich Anfänger bin, ja, also Facebook habe ich bis jetzt immer vermieden, bin ich schon gesperrt worden, also möchte, überlasse ich eigentlich anderen, aber auch da, wenn du sagst, ich möchte jemanden einstellen, der Facebook-Experte ist, ja, ich wachse jetzt in der Firma, möchte jemanden einstellen, der Facebook-Experte ist, ich kenne zufällig eine Dame, die ist da sehr, sehr gut und da würde ich auch vertrauen, aber grundsätzlich ist es immer so, dass es heißt, kenn dich mit allen Themen aus, ja, klar, ab einer gewissen Größe von der Firma, ja, da kannst du dich nicht wirklich mit allen Dingen auskennen, aber glaub mir, es gibt mittelständische Geschäftsführer und inhabergeführte Unternehmen, wo Maschinenbau, egal wo, die mehrere 100 Millionen Euro Umsatz machen und wo es mehrere 100 oder teilweise sogar 1000 Mitarbeiter gibt, wo der Inhaber, also der Chef, ja, immer noch wirklich sich wirklich mit allem von A bis Z von der kompletten Firma auskennt, selber, dass wenn es hart auf hart kommt, ja, dass er mitreden kann, dass er sagen kann, okay, du, hier hast du wirklich Murks gemacht, ja, also du taugst da wirklich nichts, dir gebe ich noch eine Chance, dann bist du raus. Ja, das kann er ja nicht, wenn er von den Dingen, die seine Mitarbeiter tun, keine Ahnung hat. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass du von allen Aspekten, die deine Firma, dein Unternehmen betreffen, ja, zumindest gewisse Ahnung hast, ja, auch wenn du es dann nicht selber machen kannst oder möchtest, schlussendlich, ne? Du kannst ja nicht alles machen, sollst du auch gar nicht, du sollst ja als Geschäftsinhaber, Geschäftsführer letztendlich dann Dinge abgeben, Manager einstellen und so weiter, ja, eben das ganz normale, der ganz normale Werdegang einer Firma, wie sie eben dann wächst, aber dass du dich quasi mit neuen Dingen beschäftigst. Wie schon eingangs dieses Zitat, ja, und das hat auch noch einen philosophischen Hintergrund, einen psychologischen Hintergrund, dass du natürlich dich einfach mit Dingen beschäftigst, wo du dich eigentlich nicht auskennst, beziehungsweise wo du einfach auch aktuell noch Hinterwäldler bist, ja, wo du dir einfach kein Know-how hast, weil du dann eben dein Gehirn auch fit hältst, ja. Also zum Beispiel andere Sprachen lernen, neue Sprachen lernen. Ja, ich bin ständig, wenn ich mein ganzes Leben zurückblicke, habe ich ständig immer wieder mal eine neue Sprache, wo ich sage, jetzt lerne ich einfach die Sprache zumindest ein bisschen oder so. Ja, ich hatte zuletzt Ungarisch, davor hatte ich Holländisch. Ja, also Sprachen, die kein Mensch irgendwie braucht eigentlich, ich schon. Ja, weil die mein Gehirn einfach fit halten. Ja. Und für dein Business ist es noch so viel, viel wichtiger, weil da geht es nicht um deine Freizeitbeschäftigung, sondern da geht es um dein Lebensinhalt, den Kern, ja, wo du dein ganzes Leben drumherum baust. Ja? Also letztendlich, desto besser du verdienst, desto effektiver, effizienter du verdienst als Selbstständiger, desto besseres Leben kannst du führen, desto mehr Zeit hast du für die Leute oder für die Dinge, die du tun möchtest, in deiner Freizeit, die dir halt quasi wahres Glück dann bringen und so weiter. Ne? Also, und
Long story short, um dich weiterzuentwickeln, musst du auch deine Schwächen früher oder später angehen, auch wenn es hart ist. Und um mein Ziel, was ich eingangs gesagt habe, konkret zu erreichen, muss ich eben gewisse Schwächen angehen und neue Dinge lernen. Das heißt, du musst in einen Kurs gehen, wenn in dem Fall jetzt zum Beispiel Live-Coaching, und da unterscheiden sich die guten von den schlechteren Live-Coachings zum Beispiel. Also hier ein paar Tipps von mir. Thema Kultur. Ja, checke unbedingt, und das kannst du leider nur, wenn du natürlich, nachdem du den Kurs bestellt hast oder bezahlt hast schon, ja, ich würde immer raten, wie gesagt, Rücktrittsrecht einzudingsen und immer in Raten zahlen, ja, weil dann hast du letztendlich nicht schon das ganze Geld bezahlt, eventuell machen die dir Probleme, dann dauert es ewig, bis du dein Geld wieder zurück hast oder so. So hast du nun eine Rate gezahlt, dann kannst du es 14 Tage testen. Und dann kannst du immer noch wieder zurücktreten, wenn es überhaupt gar nicht gut ist. Ja? Die meisten machen den Fehler, dass sie quasi auf den Psychotrick hereinfallen, dass sie nicht zugeben können, dass sie eine Fehlentscheidung getroffen haben und dann nicht wieder zurücktreten und einfach dann den Kurs durchziehen. Das ist mir auch schon passiert. Darauf hoffen natürlich die Online-Coaching, Business-Coaching-Betreiber oder Online-Coaching oder Coaching-Betreiber generell. Ja? Dass Leute einfach, selbst wenn sie feststellen, das war jetzt doch nicht das Richtige, dann nicht zurücktreten, nicht vom Rücktrittsrecht nicht Gebrauch machen, weil sie sich nicht eingestehen können, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ja? Dass sie sich quasi geirrt haben. Das ist so ein Psycho-Marketing-Trick, ist da ein bisschen dahinter. Ne? So. Also, checke in den ersten 2 Wochen diese Live-Calls und checke dort, wie die Kultur ist. Ja, denn du bist in diesen Live-Calls nicht, weil du der Experte schon bei dem Thema bist, sondern weil du eben ein Novize bist in der Regel. Weil du, und ich habe jetzt auch gerade eins von den Programmen für Facebook, gerade wieder ein neues, wo ein sehr hohes Niveau schon ist. Ja, also in dem Coaching-Programm waren irgendwie 35 Leute. Der Live-Call war zum Thema Facebook, und jeder in diesem Call war schon quasi meine Begriffe Facebook-Experte, ja, und haben dann von einem noch besseren Experten gelernt. Und ich war da drin und ich hatte von Facebook im Vergleich zu denen keine Ahnung. Und aber die waren halt einfach, haben gesagt, hey, das macht gar nichts und so weiter, und nehmen sich trotzdem Zeit, und andere Leute helfen dir und so weiter. Das heißt, checke, wie in den Live-Calls die Kultur ist. Wenn in den Live-Calls die Kultur so ist, dass die Leute, die das Gefühl geben, du bist ein Idiot, ja, du stellst blöde Fragen, doofe Fragen, du stellst oder, ja, dass du dort fehl am Platze bist, weil du, sagen wir mal, in der Disziplin, wo du jetzt diesen Coaching machst, dieses Live-Call, dich noch nicht so gut auskennst, dann bist du hier fehl am Platze. Dann zieh den Stecker, mach von der Rücktrittsrecht Gebrauch. Es gibt genügend andere Coachings, Live-Coachings und so weiter, wo eine bessere Kultur wahrscheinlich herrschen wird, gibt es mit Sicherheit. Und es gibt immer irgendwelche Arschlöcher, ja, die dann einfach quasi ja, blöde Bemerkungen machen müssen und so weiter und so weiter. Das kann sein, dass es also von den Coaching sogenannten Experten passiert, von denen, dass die quasi dich ein bisschen blöd anmachen und so weiter. Das ist mir so ein bisschen so vor 2 Jahren mal passiert in die Richtung. Habe ich ja am Anfang gar nicht so richtig gecheckt und gar nicht so richtig glauben können. Ne? Aber da war eben die Philosophie so ein bisschen, naja, wir brechen die Leute erstmal und dann bauen wir sie auf. Ja? Also ein bisschen Military Style. Also, ja, also absolut nicht mein Ding. Und heute hat wieder so eine Situation, wo ein Coaching-Teilnehmer, also eines der, also ein Teilnehmer, wie du es dann bist, in diesem Live-Call, quasi den Kommentar dann von sich gelassen hat, dass alles, was ich in den letzten 3 Sessions irgendwie versucht habe zu bauen oder zu, da ging es um eine Landingpage, dass das alles total scheiße wäre. Ja? Und das ist natürlich auch was eigentlich in so einem Live-Coaching nicht stattfinden sollte, ne? Dass andere Coaching-Teilnehmer freigeschalten werden und dann über deine Arbeit oder über dein
über deine Entwicklung, über deinen Progress, ja, oder über das, was du halt versuchst, wo du dich versuchst zu verbessern, dann sich negativ äußern. Ja, das ist natürlich auch, es wird ja dann meistens mal geworben mit diesen sogenannten Mastermind-Communities, also das ist nichts anderes wie eine Facebook-Gruppe und da sind dann halt Gleichgesinnte drin, andere Teilnehmer, die sich halt auch versuchen zu verbessern in der einen oder in der anderen Disziplin, ja. Und so ein Coaching-Programminhaber hofft ja dann darauf, dass sich die Leute eben gegenseitig helfen, denn desto mehr die Leute sich gegenseitig helfen, ja, desto weniger hat der Coaching-Inhaber zu tun sozusagen. Im Idealfall passiert natürlich alles, ne? Das heißt, eine vertikale, vertikaler Wissenstransfer, aber auch ein horizontaler, ne? Also beides gleichermaßen. Dann hast du natürlich ein sehr gutes Coaching-Programm erwischt. Und wenn jemand irgendwo eine Schwäche hat oder sich blöd anstellt oder auch komplett doof ist einfach und ständig Fehler macht, dann zieht man den nicht runter oder sowas, ja? Weil es ist. Jetzt komme ich wieder zum Eingangs, zum Punkt. Es ist essentiell, das ist eine Grundvoraussetzung, dass du dich weiterentwickelst oder eine der Grundvoraussetzungen, dass du dich öffnest. Ja, öffnest deinen Schwächen gegenüber und dazu stehst für dich selber, ja, ehrlich zu dir selber bist und auf der anderen Seite natürlich auch gegenüber den anderen, weil ansonsten hörst du auf, Fragen zu stellen und bist eingeschüchtert und dann hast du den ganzen Kurs umsonst gekauft und das sind in der Regel mehrere tausend Euro. Ja? Und entweder du ziehst sofort den Stecker oder du kämpfst dich da einfach durch. Wenn ein paar Arschlöcher dabei sind, musst du die einfach ignorieren. Wenn du natürlich merkst, dass das Programm wenn der Fisch vom Kopf her stinkt, ja, dann musst du einfach möglichst schnell den Stecker wieder ziehen, denn und suchst ein anderes Coaching-Programm. Das ist mein Advice, also mein Ratschlag für dich. Und denn du kannst es häufig von bevor du in den Coaching reinkommst, ja, einfach nicht sehen. Denn wie ich schon eingangs gesagt habe, die Coachings, die dir überhaupt bewusst sind, sind dir ja bewusst. Es gibt bestimmt hunderte da draußen mittlerweile, Online-Business-Coachings. Aber die dir bewusst sind, sind meistens die größeren oder diejenigen, die sehr, sehr gut sind im Marketing und Sales. Nur deswegen weißt du überhaupt von diesem Coaching. Ja? Und das ist so ein bisschen ein Kreis, der in sich dreht. Denn das alleine sagt noch nichts über die Qualität des Coachings als solches aus. Ja? Nur in gewisser Art und Weise. Denn eine Sache sehr, sehr gut zu können und zu machen, wie zum Beispiel Marketing und Sales, also Vertrieb und Marketing, ist eine Sache. Jemanden diese Sache, die jetzt in dem Fall der Coaching-Programminhaber sehr gut kann, einem anderen beizubringen, ja, wenn es jetzt zum Beispiel in dem Online-Business-Coaching um Marketing und Vertrieb geht, es gibt eigentlich kein Online-Business-Coaching, wo es nicht um Marketing und Vertrieb geht, mitunter. Jemandem das auch beibringen zu können, eine Community, sogenannte Community aufzubauen, eine Facebook-Gruppe, einen Live-Call und so weiter, wo eine gute Kultur herrscht und so weiter, das sind nochmal andere Sachen, die nicht automatisch gegeben sein müssen, nur weil jemand gut im Marketing und Sales ist und das innerhalb eines Live-Coaching-Programms an andere weitergeben möchte gegen gutes Entgelt, also gute Vergütung, ja, also relativ hohe Summen.